Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays. Euer Swordy ist wieder zurück mit Race 07. Wir haben letztes Mal in Macau glorreich noch einen Sieg errungen und so unsere Formel BMW Meisterschaft abgeschlossen. Unsere erste Karrierestufe. Und heute geht es weiter mit der zweiten Stufe. Nachdem wir nun diese erfolgreiche Saison bestritten haben, so Meistertitel, Sieg in Macau. Wir hatten uns vor Angebot nicht mehr retten können. Das Beste kam aus der schwedischen Tourenwagenmeisterschaft, aus der STCC, Swedish Touring Car Championship. Und zwar vom Team Melar Power Motorsport. Naja, tut nichts zur Sache. Wieder Laden heißt, Hauptsache er zahlt pünktlich, hat ein gutes Auto, ein konkurrenzfähiges Modell. Dazu aber erst gleich. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was denn der Kalender für uns so bereithält. Den schwedischen Tourenwagen. Wir fangen an mit Knutstorp. Dann geht es weiter nach FDM Jyllandsringen. In Sturup, Göteborg, Falkenberg, Karlskoga. Dann einmal rüber nach Norwegen. Das würde ich mal sagen, passt nicht. Mal gucken. Das wiederum passt. Aber das sieht nicht so aus, als sei das eine mit dem anderen passend. Egal. Und nachdem wir da waren, geht es nach Mantorp. Ihr seht also, ein ganz kurzer Kalender, 8 Stationen nur. So lange wie die Formel BMW Meisterschaft ja eigentlich auch, weil wir haben ja die ersten beiden Stationen ein wenig übersprungen. Das ist also einmal die komplette STCC-Saison, die aus 7 Stationen besteht, plus die Station aus der 2010er-Saison Jyllandsringen. Ja, so wird es also bei uns diese Saison aussehen. Und jetzt gehen wir mal zu unserem Vertragsangebot. Und zwar hier ein Volvo S60, uralte Schüssel, der einzige noch im Feld verbliebene S60, ein Volvo ansonsten mit zwei C30 unterwegs, aber wir nehmen den S60, denn Swordy ist ein bisschen nostalgisch. Das erste Auto, das er gefahren ist, nachdem er seinen Führerschein bekommen hat, also nach der Fahrschule, war ein Volvo S60 T5 mit 260 PS, glaube ich. Schönes Fahrzeug, sowohl äußerlich als auch von den inneren Werten. Und wenn wir schon in der schwedischen Tourenwagenmeisterschaft sind, dann sollte es auch ein Volvo werden. Und der C30 gefällt mir nun überhaupt nicht, deswegen nehmen wir den S60. So einfach ist das Leben. Aufgebaut das Ganze nach dem FIA Super 2000 Reglement, das voraussetzt, dass mindestens 2500 Einheiten des Fahrzeugs gebaut werden oder wurden. Das, denke ich mal, ist beim S60 definitiv der Fall. Die 2000 natürlich für den Hubraum, 2 Liter. Seht ihr auch hier, wir haben knappe 2 Liter Anliegen, 5 Zylinder. Das Reglement sieht vor, 1140 Kilo Gewicht, Mindestgewicht für frontgetriebene Fahrzeuge. Das haben wir hier erfüllt. 1140 Kilo, seht ihr, steht dort rum. Für Hecktriebler waren es, glaube ich, 1180. Also ein bisschen mehr wegen der Kardanwelle oder wie, warum auch immer. Der 2-Liter-Motor darf bei einem 4-Zylinder maximal 8.500 Touren drehen, bei einem 5-Zylinder maximal 8.750 und bei einem 6-Zylinder maximal 9.000 Touren. Wir haben hier einen 5-Zylinder, typisch S60, mit 275 PS, was ein bisschen mehr als die Serienvariante ist. Maximal ein Drehmoment von 230 Newtonmeter, was ein bisschen weniger ist als in der Serienvariante, aber das passt schon. Mit dem Auto Rennen zu fahren ist spaßig. Ich habe jetzt gerade 2 kleine Rennen hinter mir. Ich hätte vielleicht ein anderes Fahrzeug wählen sollen, aber wir bleiben jetzt dem S60 treu, so wie geplant. Man konnte
wählen zwischen H-Schaltung oder sequentieller Schaltung. Bei der sequentiellen Schaltung gibt es dann 30 Kilo Strafgewicht. Was genau hier verbaut ist, weiß ich leider nicht. Wir werden aber mit sequentieller Schaltung über den Shifter fahren. Informationen zu diesem Auto zu finden ist nicht ganz so einfach. Denn die schwedische Tourenwagenmeisterschaft hat einfach nicht so einen Bekanntheitsgrad wie eine WTCC oder Formel 1 oder FIA GT-Klasse. Deswegen findet man hier eigentlich gar nichts. Das Team Mälarbauer Motorsport ist ein dänisches Team, das einzige, das den S60 eben noch eingesetzt hat, mit dem einzigen Fahrer, dem Ronny Brandt, der uns eben seinen Fahrersitz auch leihen wird. Kam im Jahr 2010 nur auf 2 Renneinsätze das Fahrzeug. Im Jahr 2009 ist man punktlos geblieben, also es ist eine Herausforderung mit dem Fahrzeug. Es wird also umso spannender. Trotzdem bleiben wir dem Auto treu. Stellen jetzt mal wieder unsere ganzen Sachen hier ein. Gegnerstärke statt 85% jetzt 89%. Das sind zwar nur 4% Punkte, aber es ist ein ordentlicher Schritt. Das ist wirklich ordentlich. Das macht einen Riesenunterschied. Das ist nicht mehr, wir fahren der Gegner jetzt um die Ohren, sondern wir können mithalten, wenn wir nicht zu viele Fehler bauen, vielleicht noch ein paar Punkte machen. Deswegen denke ich, 89% als nächster Schritt erstmal vollkommen ausreichend. Das Wetter machen wir veränderbar. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr nur Trockenrennen wie letzte Saison, sondern jetzt ein bisschen mehr Spannung auch hier. Wettertechnisch kann uns also alles durch die Gegend fliegen. Automatikgetriebe natürlich nicht, automatische Kupplung lassen wir mal drin. Bremsen mit ABS, nein. ABS und ESP sind sowieso laut diesem Reglement komplett verboten. Stabilitätshilfe brauchen wir auch nicht. Schadensempfindlichkeit kommt dafür jetzt hoch auf 100%. Wir werden also das ein oder andere Mal mit einem Aufhängungsschaden durch die Gegend fahren. Frontflügel verlieren ist eher unwahrscheinlich, haben wir nämlich nicht. Vordere Aerodynamik beschädigen können wir zwar schaffen, aber das ist auch eher selten. Also die Aufhängung ist das, was leiden wird. Naja, ist halt so. Gewichtsstrafen, jo. Startmodus, den ersten fliegend, den zweiten stehend, so wie sich das gehört. Mechanische Fehler, Reifenabnutzung normal, Flangenregeln, Pflichtboxenstopp, nein. Da bin ich mal gespannt, denn auf dieser ersten Strecke, die wir jetzt angehen, Knutstorp, habe ich gerade 2 6-Runden-Rennen gefahren und die Reifen waren nach den 6 Runden schon über 10% abgenutzt. Wir haben hier eine Rundenzeit von knapp über 1 Minute. Bei 40 Minuten Rennzeit wären es also irgendwo 35 bis 40 Runden. Die Reifen sind weg. Die sind bei Null. Wir werden also definitiv mindestens einmal stoppen. Wahrscheinlich sogar zweimal. Und ich hoffe, dass die KI das auch muss. Ich hoffe. Ansonsten sind wir ziemlich gekniffen. Da müsste ich nochmal hier mit Pflichtboxenstopp die Saison erneut angehen. Jo, das war's dann auch schon. Dann geht's jetzt direkt in das erste Event nach Knutstorp. Eine sehr kleine, sehr verwinkelte Strecke, nicht einfach. 1963 eröffnet, 1970 ausgebaut zur jetzigen Streckenlänge. Wobei Streckenlänge eher ein Witz ist. 2079 Meter kurz ist das Ganze. Das ist kürzer als Maggiore. Zwar nicht mehr viel, aber es ist trotzdem verdammt, verdammt kurz. Die Strecke verdammt eng und dafür sehr hügelig. Du hast null Grip. Das ist im Prinzip so ein, naja, bei Hillclimb ist dagegen noch ein Kindergarten. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Die Strecke liegt in Kärgeröd, wenn sich das Ganze denn so ausspricht, im Schwedischen. Hat in den 70er Jahren auch ein paar Läufe für die Formel 3, für den Formel 3 Europacup ausgetragen. Unter anderem war Alain Prost ein Sieger. Es muss aber eine reine Tortur gewesen sein, mit einem Formelfahrzeug hier rumzudüsen. Also, ihr werdet es gleich sehen. Ihr werdet es gleich sehen, wie viel Spaß die Strecke macht. Ich meine, die Strecke ist schön. Kein Thema, aber sie ist verdammt schwierig. Heutzutage gibt es da nur noch Clubrennen. Und
ein paar Track Days von verschiedenen Vereinen. Und ich glaube, zwei STCC-Läufe, irgendwie einer mit Rallye und der normale. Es ist also wirklich nicht so gut besucht, wobei doch gut besucht schon, aber es sind halt keine großen Rennveranstaltungen hier zu finden, weil dafür ist die Strecke einfach zu klein. Gut, laut meinem Notizzettel habe ich nun alles zur Strecke gesagt, alles zum Auto gesagt, alles zu unserer Saison gesagt. Das heißt, es kann jetzt richtig losgehen. Zum Auto muss ich noch eine Kleinigkeit loswerden, und zwar das neue Modell, mit dem man jetzt in die nächste STCC-Saison startet, kommt mit 420 PS daher, ist also ein bisschen sportlicher und sieht affengeil aus. Also der neue S60, der sieht besonders in der Tourenwagen-Version einfach nur geil aus. So, dann nehmen wir uns mal das. Das haben wir. Reifenwechsel mit allen vier Pneus, jawohl. Gucken wir mal in die Sitzungsinfo. Es ist trocken und es bleibt trocken fürs erste Rennen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann wollen wir gleich mal loslegen. Fliegender Start. Wir fahren hier gegen Fahrzeuge wie eben den Volvo C30, wir fahren gegen Chiron Kurs, wir fahren gegen, ich glaube, auch Opels. Ein paar 3er BMW sehe ich. Chevys. Alles, was dazugehört beim Tourenwagensport. Auf dieser Strecke und bei diesem Auto kommt es auf das Motto an, in der Ruhe liegt die Kraft. Denn sonst haut man sich so oft hier raus, das ist echt erstaunlich. Da war die Formel BMW ein Schiss gegen. Und die Strecke ist auch bei weitem eben keine einfache. Ihr seht ja hier überall diese kleinen Hügel, das Auto wird total leicht. Du bremst eigentlich in der Luft. Etwas, was per Definition nach physikalischen Regeln einfach nicht geht. Aber wir werden spannende Rennen erleben, dessen bin ich mir ziemlich sicher. Und es macht auf jeden Fall Fun. Ordentlich reinbremsen. Das Heck wird bei diesem Fronttriebler extrem leicht. Mal schauen, was die Reifen sagen. Ja, zwei Runden rum. Über ein Prozent abgetragen. Echt brutal. Für so eine kurze Strecke. Ihr seht ja die Rundenzeit oben. 1:08 momentan. Das Feld hat sich schon richtig gut auseinandergezogen. Wir müssen da irgendwie mal dran vorbeikommen, um nach vorne zu kommen, weil sonst wird das mit den Punkten heute nichts und dann auch mit dem guten Startplatz fürs zweite Rennen nicht. Denn nach dem alten Reglement ist es ja noch so, Startplatz zweites Rennen ist Position erstes Rennen, bis auf bei den ersten acht.
Ah, verdammt. Gib Gas, mein kleiner Volvo. Zu weit raus. Ah, Mann. Das Schöne an den Tourenwagen ist ja, man kann auch ein bisschen auf Körperkontakt fahren, ohne dass sich gleich der Frontflügel verabschiedet, man sich mit Aufhängung verhakt und hochsteigt, komplett hängen bleibt. Und es geht halt hier. Das ist das Schöne an den Tourenwagen. Was uns hoffentlich dann auch gleich ein bisschen weiterhelfen sollte. BMW immer noch da? Jawohl. Auch eine fiese Kurve, diese Stallwand. Stallkurve. Die Strecke hat es wirklich in sich. Das Gripniveau beliebig gering. Das Gripniveau des Fahrzeugs beliebig gering. Die Strecke dafür sehr anspruchsvoll. Kaum Platz zum Überholen, gar kein Platz für Fehler. Aber so langsam, aber sicher kämpfen wir uns durchs Feld. Der BMW räubert hier immer sehr hart über die Curbs. Da können wir uns daneben setzen. Behalten wir die Nase vorne. Momentan sieht es nicht so aus. Nächste Kurve ist ja innen. Doch, wir können jetzt zumachen. Nein, doch nicht. Doch nicht. Diese Sau. Rad an Rad über drei Kurven. Genial. Innen rein? Nein. Da ist kein Platz. Da steht er schon quer. Verdammt. Es sind noch 10 Plätze bis zu den Punkten. Aber jeder Platz ist wichtig als Ausgangssituation fürs zweite Rennen. Da müssen wir also kämpfen, 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 was das Zeug hält. Wir haben gerade mal 10 Minuten, noch nicht mal, sondern 8 Minuten hinter uns. Und schon sehr viel Action erlebt. Oh. Fies reingebremst, aber niemandem ist was passiert. Das ist ja schön an den Tourenwagen. Ah, so viel zum Thema. Niemandem was passiert. Wir dürfen jetzt also über eine halbe Stunde mit einer defekten Aufhängung durch die Gegend kurven.
Aber das ist nicht so schlimm wie ein kaputter Frontflügel. Das Gripniveau immer noch, naja, gut ist übertrieben. Das war es ja nie, aber es ändert sich zumindest nicht so drastisch wie beim Verlust eines Frontflügels. Ja, jetzt innen rein. Das wird nicht reichen. Doch, vorbeigedrängelt. Sonst hätte es mich nicht gereicht. Sonst wäre er hier wieder innen gewesen. 16. Platz. Aber harter Kampf. Die Reifen schon 10% runter nach 10 Minuten. Muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, ich hatte in meinen Probefahrten gerade doppelten Reifenverschleiß an. Kann das sein? Weil so sieht die Prognose gar nicht mal so schlimm aus. Nur 40% Reifenverschleiß über das ganze Rennen. Ich erinnere mal kurz an die Formel BMW, wo wir insgesamt 20% über das Rennen maximal hatten. Also bei 40% fährst du mit 60% Restreifen, das geht nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch einen Pitstop einlegen müssen, ist groß. Ich hoffe, der KI geht es genauso. Ach, die Alphas habe ich vorhin bei der Aufzählung ganz vergessen, die hier noch dabei sind. Jetzt müssen wir mal den Vortritt lassen. War bisher das Rennen nach über 10 Minuten noch fehlerfrei. Naja, halbwegs fehlerfrei. Keine groben Fahrfehler drin, wie wir sie bei der Formel BMW mehr als einmal gesehen haben. Nur 30 Minuten haben wir noch vor uns. Da kann noch allerlei passieren. Wir haben schon eine halbe Runde Rückstand auf die Führenden. Wir müssen irgendwie gucken. Ah, okay, jetzt haben wir ihn. Ist doch ein Opel Astra, oder? Ich kenne mich leider bei den Kollegen nicht aus. Muss einfach mal schätzen. Kriegen wir ihn? Nee, wir sind daneben, aber das wird nichts. Der ist immer noch auf der Innenseite, vermute ich. Ja, habe ich richtig vermutet. Immer noch auf der Innenseite. Jetzt aber, oder? Jetzt ist er wieder vorne, genau. Lehnen wir uns mal dezent an. Zu weit gegangen. Der könnte jetzt gleich wieder vorbeikommen. Nein, er bleibt hinter uns. Das ist sehr erfreulich. Es macht auf jeden Fall Riesenspaß hier über die eine halbe Runde wirklich Rad an Rad mit dem Gegner zu fahren, ohne dass einer definitiv die Nase vorne hat. Das ging halt in den Formelklasse oder geht in der Formelklasse grundsätzlich nicht so gut, weil du dann irgendwann das Problem hast, dass du miteinander kollidierst und dann sich eben die Räder miteinander verhaken. Wenn du hier miteinander kollidierst, ist es nicht so schlimm. Du lehnst dich nur ein bisschen an und dann hat sich das.
pro Minute ungefähr 1% Reifenabrieb. Zurückstecken und beim Rausbeschleunigen holen wir ihn. Hoffentlich. Ah, zu spät, zu spät. Ja. Hier verbremst man sich sehr, sehr gerne mal. Und dann kostet es richtig Zeit. Was ich mit richtig Zeit meine, seht ihr jetzt gerade, 4 Sekunden hat uns dieser kleine Ausritt gekostet. Wir sind übrigens noch nicht an die schnellste Rundenzeit der gegnerischen KI rangekommen, die müsste bei 1.045 ungefähr liegen. Und wir sind hier mit einer 1.06 unterwegs, 1.061. Wir könnten übrigens auch mal ein Multiplayer-Event machen, das wir dann auch online stellen. Also, dass dann einer ein Spiel hostet, wir uns für eine Klasse entscheiden, für eine schöne Strecke, oder auch meinetwegen mehrere Strecken, und einfach mal ein bisschen Multiplayer fahren und das Ganze dann hier im Rahmen des Kanals mit hochladen. Wer da Interesse hätte, der könnte sich einfach mal bei mir melden. Oder schreibt es halt in die Kommentare, ist mir auch recht. Einen Mitspieler, denke ich mal, habe ich schon. Also wenn da von eurer Seite Interesse besteht, mich würde es freuen. Können wir mal ein bisschen was Multiplayer machen. Race 07 ist dafür immer noch sehr, sehr tauglich. Macht einfach Bock. Ich habe das erst am Freitag mit dem Thorsten mal ausprobiert. Macht wirklich große Laune. Die Streckenvielfalt ist gegeben, Fahrzeugvielfalt ebenso. Also warum nicht? Meldet euch einfach via Kommentar. Und am Freitag nehmen wir dann auch mal gemeinsam Assetto Corsa auf. Mittlerweile schon 3 oder 4 Anmeldungen. Das kann also richtig unterhaltsam werden. Das werdet ihr natürlich auch auf diesem Kanal sehen. Am Samstag sollte das Video dann online sein. Und wenn es in R3E dann auch irgendwann Multiplayer gibt, öffentlich und nicht nur für die Season Pass Besitzer, dann wird es auch dort ein wenig was zu sehen geben und wahrscheinlich dann auch ein Community Event. Ja, die Reifen über 20% schon runter. Der Rückstand auf dem Führenden, ihr seht's. Zwischen uns und der Führungsgruppe ist nichts mehr. Nur noch freie Strecke. Der Rückstand schon riesengroß. Das kommt halt davon, wenn man im Verkehr stecken bleibt. Ich
bin nach wie vor gespannt, ob die KI reinkommt zum Reifenwechseln oder nicht. Momentan ist die Fahrbarkeit des Fahrzeugs mit den abgefahrenen Reifen noch ziemlich in Ordnung. Aber ich glaube, das wird nicht mehr lange so sein. Die KI überrundet bald schon die ersten Fahrzeuge. Momentan geht hier irgendwie nicht allzu viel nach vorne, nichts nach hinten. Klemm immer noch über 20 Sekunden hinter dem nächstgelegenen Fahrzeug und haben 4 bis 5 Sekunden Vorsprung vor unserem Hintermann. Wir hatten gerade zwar eine relativ schlechte Runde, aber bis wir den Anschluss nach vorne haben, das dauert noch. Und wir haben nur noch 20 Minuten. Die Hinterachse hat viel zu wenig Grip. Hinten links der Reifen auch schon fast 30% runter. Das ist nicht gut. Ihr hört auch, dass die Reifen mittlerweile in fast jeder Kurve stehen bleiben vorne.
Da hat es einen ordentlichen Fehler unseres Vordermannes gegeben, aber den können wir nicht nutzen, weil wir selber Zeit verloren haben. 19 Sekunden Rückstand noch. Ich hoffe mal, dass die durch die Überrundung ein bisschen aufgehalten werden, die Kollegen. Und irgendwie glaube ich nicht mehr dran, dass da noch irgendwer in die Box fährt. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht noch in den nächsten Minuten meinen Motor kaputt mache durch die Motorbremse. Das wäre unschön. Punkte gibt es zwar keine, aber wir haben uns eigentlich ganz gut vorgearbeitet. War jetzt doch jemand in der Box? Wir sind plötzlich auf Platz 13. Nicht gut. Das hat verdammt viel Zeit gekostet. Knappe 10 Sekunden. Der erste Fahrfehler in diesem... Okay, einmal verbremst haben wir uns noch 4 Sekunden. Aber ansonsten bisher ein tadelloses Rennen. Und dieser Fahrfehler gerade, der war halt richtig übel. Ja, die waren gerade in der Box. Sonst wären die Abstände nicht so gering. Während ich mich hier wieder in meiner Lieblingskurve verbremse. Wir könnten jetzt pokern und sagen, wir fahren... Ne, können wir eigentlich nicht. 13 Minuten auf... diesen Reifen. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Bin ich hier richtig? Irgendwie nicht. Hilfe! Wo ist die Boxengasseneinfahrt? Ach, da! Na super. Das hat wieder ordentlich Zeit gekostet. Ja. Kann ja mal vorkommen, nicht? Mal hin, komm. Go, go, go. Caution, single yellow flag in sector 1. No overtaking. Caution, single yellow flag. Warum bin ich jetzt eigentlich auf der 23, wenn doch nach mir noch zwei in der Boxengasse waren? So weit sind wir schon wieder. Scheiße.
Wir hatten so ein gutes Rennen und dann zwei derbe Fehler, die uns jetzt ordentlich zurückgeworfen haben. Zwei Dreher, zweimal zurücksetzen. 20 Sekunden. Punkte gibt es heute eh keine, also in diesem Rennen. Aber eine gute Startposition fürs Zweite wäre drin. Gut heißt irgendwo so rund um Platz 15. Die Chancen auf Punkte im zweiten Rennen nämlich dann deutlich zu erhöhen. Ich hätte viel früher zum Wechsel reinkommen müssen. Neue persönliche Bestzeit. Aber auch mit einem früheren Stopp. Die Fehler sind halt nun mal passiert und haben extrem viel Zeit gekostet. Ohne die Fehler wären wir richtig gut dabei. Wir holen gerade auf unseren Vordermann auf, das ist sehr schön. Können wir zumindest gleich nochmal einen Zweikampf sehen. Ne, der ist in die Box gefahren. Hat sich was mit Zweikampf. Aber wir sind wieder auf der 15. Sechs Minuten vor Schluss in die Box zu fahren, ist doch ein bisschen zu spät, oder? Na, vielleicht können wir hier nochmal irgendwas reißen.
Ein Plätzle, zwei Plätzle. Wäre schon in Ordnung. Und ich merke mir fürs nächste Rennen früher stoppen. Ungefähr Rennhalbzeit haben wir dann deutlich bessere Karten. Ich wusste nur nicht, ob die KI überhaupt stoppt. Deswegen bin ich so lange draußen geblieben, wie es ging. Und jetzt weiß ich auch, wo die Boxeneinfahrt ist. Das heißt, da haben wir im zweiten Rennen dann auch deutlich bessere Karten, die mit weniger Zeitverlust zu finden. Ich glaube, der C30 ist schon überrundet, so wie das aussieht. Ja, da vorne ist auch der Führende. Oder das ist auf jeden Fall einer aus der Führungsgruppe. Das heißt, wir würden uns dann entrunden, wenn wir den überholen. Noch knappe 4 Runden. Das ist echt einer aus der Führungsgruppe gewesen. Ich fahre hier gerade um Position, Kollege. Ich werde dich jetzt nicht vorbeilassen, nur weil du irgendwo da rumdümpelst. Langsam gewöhnt man sich an die Strecke nach ungefähr 50, 60 Runden, die ich jetzt auf der Uhr habe. Der kommt auch aus der Führungsgruppe. Das gleiche gilt hier für den. Zu spät gebremst. Lehnen wir uns mal beim BMW an. Entschuldigung. Habe ich dich gerade ordentlich abgeräumt? Sorry. Das war aber auch den wir eigentlich kriegen wollten. Das Manöver war zu hart. Ja, ist in Ordnung. Lass mir doch auch mal eine Platzierung hier. Ich habe mich einfach verbremst und dachte besser er als ich. Na, tut mir leid, ich weiß. Ich werde aber jetzt keine Durchfahrtsstrafe antreten auf freiwilliger Basis. Ich lasse es jetzt so, wie es ist. Punkte gibt es eh keine. Es geht nur um eine gute Ausgangsposition fürs zweite Rennen. Da waren wir schon gestraft genug damit, dass wir von Platz 24 aus starten durften im ersten. Absicht war das übrigens keine, falls das irgendwer von euch denkt, dass ich den mit Absicht abgeräumt habe. Nein. Ich war einfach nur, als ich am Führenden vorbei bin, so perplex, dass ich den Bremspunkt komplett verpasst habe. Und das ist in der Kurve echt kritisch. Vorletzte Runde. Schaffen wir den noch?
Rad an Rad. Wer ist vorne? Er momentan. Okay, wir haben noch eine Runde, weil der Führende hinter uns ist momentan. Sehr schön. Mal angeklopft. Ja, das hat Zeit gekostet. Letzte Runde jetzt aber definitiv. Jetzt müssen wir es irgendwo schaffen, an ihm vorbeizukommen. Ein Platz besser in der Startaufstellung würde das bedeuten. Da ist gelbe Flagge. Okay. Da sieht man noch die Rauchspuren. Okay, hat uns wieder einen Platz gebracht. Ja, immerhin 12. Platz von Startplatz 24 aus. Tolle Zweikämpfe, tolle Rad-an-Rad-Kämpfe. Also mir hat das gerade richtig Laune gemacht, auch wenn ich den einen etwas unsanft abgeschossen habe, ich gebe es ja zu. Aber ansonsten über eine halbe Runde wirklich Rad-an-Rad mit einem Gegner zu fahren, das hatten wir in der Formel BMW so überhaupt nicht erleben können. Und das war schon richtig geil. Nee, hat auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht. Schon mal kurz auf die Ergebnisse. Der ist noch rausgefallen, wurde als 14. noch gewertet. Schauen wir mal auf die Bestzeiten. 1.04.2. 1.04.1. Wir mit einer 1.04.3. Also wir waren vorne mit bei der Musik. Wir waren nicht schneller als die KI. Wir waren knapp hinten dran. Von daher denke ich, ist das momentan wirklich ein gutes Niveau. Und wir werden im zweiten Rennen sehen, wie gut das Ganze wirklich ist. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wenn dem so ist, dann bitte den Daumen nach oben. Und es würde mich freuen, wenn ihr dann auch zum zweiten Rennen in 2 Tagen wieder einschaltet. Bis dahin gibt es dann erstmal morgen Assetto Corsa Multiplayer, Preview, wie auch immer, Beta, Alpha. Schauen wir mal rein. Und gerne seid ihr natürlich auch eingeladen zu einem der anderen Videos, die noch kommen werden, online sind. Schaut einfach mal durch. Wenn ihr jemanden kennt, der sich für Rennsimulationen interessiert, dann leitet den gerne mal auf meinen Kanal um. Und ansonsten freut es mich einfach, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, euer Swoddy.